Und weil es so schön war, gleich nochmal die nächste Wundertüte. Erneut, zum dritten Mal glaube ich jetzt, ein Acer Nitro 5. Hab's mir noch nicht angeschaut. Keine Ahnung, was damit ist. Soll wohl irgendwie nicht angehen. Also das Übliche. Ja, wir schauen uns jetzt mal an, was denn damit ist. Das ist allerdings durchaus gängig, auch bei anderen Notebook-Herstellern. Gerade so, was die Gaming-Laptops angeht. Also das ist jetzt nicht nur hier irgendwie ein Acer-spezifisches Problem. Auch wenn jetzt die letzten drei Videos zufälligerweise ein Acer-Notebook waren. So, wir selbe Vorgehensweise wieder kontrollieren. Ich habe jetzt heute ein anderes Multimeter mal zur Not, weil mein anderes ist mir gerade die Batterien leider leer gegangen. Deswegen habe ich jetzt mal das hier zur Not. Wir gucken wieder, dass wir die Massen den Massepunkt haben. Das hat ein bisschen längere Leitung, muss man ein bisschen warten, bis da eine Reaktion kommt. Der Mittelpin. Und es passiert nichts. Also, wir haben von hier bis zu den. Oh, meine Stimme. Wir haben von hier bis zu den ersten beiden MOSFETs keinen Kurzschluss. Das heißt, wir gehen jetzt mal mit dem Labornetzteil, wie immer, auf die Ladebuchse drauf und schauen, was uns das Teil anzeigt. So, kurz gesprungen, weil ich noch hier einen passenden Adapter raussuchen musste. Der hier passt zwar auch rein, allerdings ist der recht weit in der Mitte und da ist nicht so wirklich garantiert, dass der einen Pluspin in der Mitte dann noch erwischt. Deswegen nehmen wir einen etwas schmaleren. So, das Labornetzteil ist nach wie vor auf 0 Volt. Gehen jetzt mal hoch. Und wir ziehen das, was wir eigentlich sehen wollen. Der Startup-Chip arbeitet auf jeden Fall. Wir haben allerdings keine Lade-LED oder keine Status-LED oder sowas. Der Power-Button reagiert nicht. Also anhand dessen, was wir jetzt hier sehen. Also ein kompletter Kurzschluss ist es nicht, weil sonst würden die ersten zwei MOSFETs dicht machen und würden gar nichts durchlassen. Dann hätten wir hier 0,0. Wie beim letzten Video, da hatten wir 170 mA, 170, 180 mA, die das Gerät gezogen hatte. Das ist dann so kein wirklicher Kurzschluss, das war ein defekter Chip gewesen, der war aber nicht so niederohmig gewesen, dass es wirklich ein kompletter Kurzschluss gewesen ist. Deswegen hat das Mainboard das auch nicht als solchen wirklich erkannt als Kurzschluss und dementsprechend haben die ersten beiden MOSFETs, deren Aufgabe das ja normalerweise ist, im Falle eines direkten Kurzschlusses die Stromversorgung zu unterbrechen, um halt, weil ansonsten hier irgendwie die Gefahr bestünde, dass hier irgendwie was anfängt zu brennen oder sowas. Deswegen sind die ersten zwei MOSFETs da praktisch als Sicherung, dass die keinen Strom mehr durchlassen. Hier ist eigentlich genau das, was wir sehen wollen. Der Startup-Chip arbeitet und wartet eigentlich nur darauf, dass wir jetzt den Power-Button bestätigen, um das Gerät in Gang zu setzen. Das ist nicht der Fall. Von daher gehe ich jetzt im ersten Schritt erstmal davon aus, dass wir eventuell nur ein eingefrorenes BIOS haben. Nichtsdestotrotz müssen wir das Gerät aufmachen und weiter von drin schauen, weil wir haben jetzt hier keine Möglichkeit, die Batterie abzuklemmen oder die BIOS-Batterie abzuklemmen. Dafür müssen wir es aufmachen. Das Aufmachen überspringe ich wieder, weil wie gesagt schon tausendmal gesehen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Mainboard vor uns haben. Gut, wir haben hier das Mainboard vor uns. Wir sehen, die Batterie ist abgeklemmt, also hat jemand vorher schon irgendwie was dran gemacht. Zumindest irgendwie, keine Ahnung, zum Versenden oder sowas. Das erklärt auch wiederum, warum die Batterie nicht geladen wurde, wo wir das eingesteckt haben. Wir haben hier noch eine BIOS-Batterie. Die sollte im Normalfall, jetzt muss ich hier wieder meine Krücke, also das Ding ist wirklich sehr gut in der Funktion, als was sie gedacht ist, als Stromzange. Als Multimeter ist es natürlich so ein bisschen, ja, bescheiden. Man kann es dafür benutzen, aber es hat halt, ist halt, ja, langsam. So, also wir schauen mal, was die
die Knopfzelle hier noch in Spannung hat. Die müssten 3, irgendwas Volt sein. Ja, 3,1, also die ist noch gut. Das heißt, wir werden jetzt einmal das BIOS resetten und werden dann schauen, ob sich hier irgendwas tut. Dazu ziehen wir die Batterie ab. Rein theoretisch könnten wir auch jetzt da, keine Ahnung, eine halbe Stunde warten oder so. Wahrscheinlich reicht auch deutlich kürzer. Aber wir beschleunigen die ganze Sache einfach, indem wir hier hingehen und. Einmal scharf stellen. Wir sind hier richtig, indem wir hier einfach die zwei Kontakte einmal kurz schließen. Mit einem Schraubenzieher oder sonst irgendwas möglich schauen, dass das Netzteil und die Batterie da währenddessen abgeklemmt sind, während man hier mit dem Schraubenzieher irgendwie rumfummelt oder mit der Büroklammer, was auch immer, und hier Kontakte kurz schließt. Und dann war es das auch schon gewesen. Jetzt stecken wir die BIOS-Batterie wieder ein. Und es wäre natürlich super, wenn es das jetzt schon gewesen wäre. Bin gespannt, ob es so einfach war oder nicht. Wir stecken wieder ein. Klappen auf. Drücken den Startknopf. Und nach wie vor nichts. Gut, dann geht's weiter, indem wir einfach mal den Akku mal einstecken. Gucken, ob wir jetzt Lade-LED haben. Zeigt ein blaues Licht. Normalerweise sollte er eigentlich ein rotes Licht zeigen, je nachdem, wie viel Spannung der Akku noch hat. Ja, kommt DC, ja, danke schön. Schauen wir mal, wie viel Spannung der Akku noch hat. Der Akku hat 16 Volt, also der ist sogar voll. 16,9. Deswegen lädt das wahrscheinlich auch nicht, sondern schalte direkt auf das blaue Licht um. Und schauen wir mal hier, ob die 19 Volt auch tatsächlich auf dem Mainboard ankommen. Die 19 Volt kommen an. Und bevor wir jetzt hier weiter in der Gegend rumrätseln und noch irgendwelche Sachen hier aufschrauben und tauschen, machen wir einmal die Basics durch. Einmal den RAM neu setzen, weil das ist auch gelegentlich mal das Problem. Habe ich zwar länger schon nicht mehr gehabt, dass es tatsächlich daran gelegen hat, aber da es das BIOS jetzt nicht gewesen ist und falls es jetzt der RAM auch nicht ist, was es wahrscheinlich sein wird, dann wird es tatsächlich eine kompliziertere Reparatur, weil auch dann ein Kurzschluss ist an der Stelle einfach dankbarer, weil man kann Spannung initiieren, man sieht in etwa, wo was ist, also wo die Problemstelle sich in etwa befindet, man kann da hingehen, man kann messen, man kann Löten tauschen und dann geht es meistens auch wieder. So müssen wir jetzt hingehen und tatsächlich die 19 Volt auf dem Mainboard verfolgen, von der Ladebuchse vom Eingang zu den ersten zwei MOSFETs und wo sich dann weiter auf der Platine verteilt. Das ist tatsächlich ein Fehler, der hat Potenzial dafür, dass er nicht reparabel ist, aber so viel will ich jetzt noch nicht sagen. Wir schauen einfach mal weiter. So, wir machen dasselbe nochmal. Stecken noch mal ein. Nach wie vor nichts. Was auch jetzt die nächste Möglichkeit ist, was wir jetzt kontrollieren, ist der Power-Knopf. Weil es ist durchaus möglich, dass der auch gegebenenfalls defekt ist und dass der Startup-Chip einfach das Signal nicht bekommt, von wegen, du sollst jetzt angehen. Das wäre jetzt das aktuell am plausibelsten,
weil der Startup-Chip nimmt die Spannung auf, er arbeitet, beziehungsweise nimmt den Strom auf, es passiert etwas, aber ansonsten nichts. Die Lade-LED ist praktisch an, der Akku ist voll, also ich gehe mal davon aus, also es ist hochwahrscheinlich, dass es ein Problem mit dem Knopf einfach ist, mit dem Ein- und Ausschalter. Von daher ist jetzt die Frage, wie finden wir jetzt das Signal, was vom Ein- und Ausschalter kommt? In dem Fall ist der Ein- und Ausschalter hier nicht auf irgendeiner kleinen Platine oder sowas, sondern der sitzt mit auf der Tastatur drauf. Die Tastatur wird wahrscheinlich hier über dieses Flachbandkabel auf die Platine draufkommen. Und von daher machen wir das jetzt hier mal ab. Wir müssen irgendwie was sehen können. Bevor wir jetzt anfangen zu messen, werden wir jetzt einfach mal hingehen und dieses Kabel hier einfach mal neu setzen. Vielleicht ist hier auch irgendwie was verrutscht oder es sitzt nicht richtig oder was weiß ich auch immer. Dafür nehmen wir jetzt aber gerade einmal den Akku raus, dass wir da besser rankommen und arbeiten können. Wir entnehmen hier nochmal das Flachbandkabel. Ich gehe mal gerade aufs Mikroskop zur besseren Sichtbarkeit. Gucke-Memo, wie man hier in Hessen sagt. Also, wir haben hier das Flachbandkabel und das positionieren wir jetzt einmal neu, weil es kann durchaus immer mal sein, dass hier irgendwie was verrutscht oder dass hier irgendwie einen Kontakt verliert oder allein wenn die hier nicht richtig reingeschoben sind, das ist ja praktisch dafür da, dass es richtig dran gepresst wird und Kontakt bekommt, kann es ab und zu sein, dass der Power-Button bzw. dass hier schon irgendwie Signale nicht richtig mehr auf dem Mainboard ankommen. Der Power-Button hat drei, also da gehen wir gleich dazu. Wir versuchen das jetzt hier einmal neu zu platzieren und schauen, ob es dadurch irgendwie eine Änderung gibt. So, das ist wieder, sitzt wieder fest. Und dann dasselbe Spiel nochmal wie eben. Den Akku lassen wir jetzt mal gerade draußen. Der ist jetzt im Moment nicht nötig. Wir klappen nochmal auf und schauen, ob jetzt was passiert. Es geht an. Also wir hatten zumindest schon mal Licht. Ja, das war das Problem. Das Flachbandkabel war nicht richtig eingesteckt gewesen. Also, das sind immer so Sachen. Warum ist die Kamera so unscharf? Hallo, fokussiere. Jawohl. Das sind immer so Sachen. Deswegen ist es wichtig, methodisch vorzugehen. Man hat hier, wir haben jetzt geschaut, okay, die Antwort vom Mainboard, was den Strom angeht, ist eigentlich normal. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass da irgendwie ein Kurzschluss oder sonst irgendwas vorliegt. Das nächste ist das BIOS gewesen, kann auch das Problem verursachen, dass das Laptop nicht startet. Und das war es nicht gewesen. Dann geht man weiter. Okay, das nächste ist vielleicht der RAM. Okay, war es jetzt in dem Fall auch nicht. Dann, was haben wir? Okay, dem Laptop fehlt scheinbar irgendwie das Signal. Es fehlt scheinbar irgendwie der Impuls, dass es jetzt starten soll. Dieser Impuls kommt vom Power-Button, vom Ein- und Ausknopf, der auf der Tastatur in diesem Fall liegt. Deswegen müssen wir uns das dann suchen. Dieses Signal, wenn, also geht ja hier über dieses Flachbandkabel auf das Mainboard drauf. Das Flachbandkabel hier haben wir jetzt neu positioniert. Das passiert manchmal, dass die so ein bisschen verrutschen, dass hier die Verbindung nicht mehr hundertprozentig ist. Und ja, dadurch haben wir jetzt den Fehler behoben. Das Gerät, also der Startup-Chip, in dem Fall der hier, bekommt das Signal, okay, ich soll einschalten. Und da wir alles soweit scheinbar in Ordnung war, fährt das Gerät jetzt auch hoch. Das heißt, das war es schon gewesen, wenn es jetzt nicht gestartet hätte. Also wenn das jetzt, wenn das Neupositionieren von diesem Kabel jetzt nicht dazu geführt hätte, dass das Laptop startet, wäre jetzt der nächste Schritt gewesen, zu schauen, also wir stecken jetzt hier nochmal ein, wo kommt die Spannung von dem Power-Button an? Der Power-Button ist wie die meisten Spannungen am Startup-Chip auch mit 3,3 Volt angesteuert. Der Knopf macht im Prinzip nichts, sobald man den drückt, diese 3,3 Volt einmal gegen Ground, also gegen Masse, kurz zu schließen und die Spannung damit auf 0 runterzuziehen.
Dadurch weiß dann der Startup-Chip, wenn diese Spannung auf Null fällt, okay, das ist mein Signal, ich muss jetzt einschalten. Deswegen können wir jetzt nochmal schauen, wird hier irgendwo auf diesem Konnektor, werden hier 3,3 Volt ankommen. Weil auf von irgendeinem Pin hier sind es 3,3 Volt. So, einmal scharf stellen, bisschen raus mit dem Bild. Ich habe jetzt leider das Multimeter nicht auf der Kamera mit dabei. Deswegen versuchen wir das jetzt erstmal hier so zu messen. Wir gehen mit einer, ich habe jetzt leider nur die dicken Messspitzen. Wir gehen jetzt hier mit einer Messspitze drauf und arbeiten uns jetzt Pin für Pin durch. Wir haben hier 25 Millivolt und die 3,3 Volt, die sind auch im ausgeschalteten Zustand da. Arbeite mich jetzt hier einmal durch und dann schauen wir mal, an welchem von diesen Pins die 3,3 Volt anliegen. Es ist manchmal echt bekloppt. Es ist manchmal echt, es ist immer dasselbe. Man fängt von hinten an, ich zweifle schon wieder an mir. Es ist natürlich wie, wenn man irgendwas sucht, das ist immer in der letzten Schublade, in der man schaut. Das ist hier wieder der letzte Pin, den ich messe. Hätte ich mal von der anderen Seite angefangen. Also. Wie gesagt, das war jetzt der letzte Pin von dem Connector. Ich zeige jetzt hier gerade nochmal das Multimeter rein ins Bild. Ich muss schauen, ob ich den so erwische. Mal kurz meinen Schädel ins Bild. So, wir haben hier, sieht man es nicht, 3, irgendwas Volt. 3,2, 3,3 Volt. Wir brauchen jetzt den Power-Button gar nicht zu drücken, sondern wir gehen jetzt einfach hin und schließen diesen Kontakt. Schließen wir gegen Ground kurz und können auch somit dann das Laptop starten. Nur mal so als Demonstration jetzt, ne? Wir holen es mal jetzt so rum, dass wir das besser. Also ich kriege jetzt natürlich den Bildschirm nicht direkt auch noch mit drauf. So, wir holen uns jetzt hier irgendwo Ground. Wo ist hier Masse? Müssen wir etwas improvisieren, indem wir, ich muss mir jetzt halt gerade irgendwo die Masse herholen, deswegen mal kurz mal so ein bisschen. Bisschen knorzen auf Deutsch. So, also nächster Anlauf mit dem nächsten Knorz. Wir holen uns jetzt hier einmal vom USB-Port. Ich habe jetzt einfach hier eine Messspitze mit Kabel dran, dass ich mir halt von irgendwoher die Masse holen kann. Gehen jetzt hier auf den USB-Port drauf, gehen auf den letzten Pin, wo wir hier die 3,3 Volt gemessen haben und schließen das jetzt einfach mal kurz gegen Masse kurz, kurz gegen Masse kurz schließen und dann müsste das Gerät gleich angehen. Und er läuft. Also, wir haben jetzt praktisch angeschaltet. Genauso können wir auch wieder ausschalten. Im Fall halte ich jetzt mal länger drauf und simuliere damit, dass ich den Knopf länger gedrückt halte. Man sieht es ja in den LEDs von der Tastaturbeleuchtung. Und aus. Das ist im Prinzip jetzt unser Power-Button gewesen. Ja, gut, jetzt geht er wieder an. Aber das Prinzip sollte klar sein. Weil wie gesagt, das ist ein kleiner Fehler jetzt gewesen, ein blödsinniger Fehler im Prinzip, der allerdings jetzt halt die große Auswirkung gehabt hatte, dass das komplette Gerät nicht mehr angegangen ist. Jetzt ist immer so, na, da kommt die Katze. Okay, ist mal gerade hier.
Das ist halt jetzt immer so eine Sache, das sieht von außen jetzt so aus, oder es ist halt immer so der Klassiker, ja, das ist ja wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, aber das ist ja schnell gemacht. Ja, das ist für jemanden, der sich damit, der das, also, was heißt gelernt, der das halt, der sich dafür interessiert und der die, also die, der die, der die, die Schemata kennt, der weiß in etwa, wie halt sowas funktioniert, der sich sowas angelernt hat, der sich das selbst auch beigebracht hat. Dafür so jemand ist es halt dann, was heißt leicht. Wenn jemand davon keinen Plan hat, dann ist es, dann steht er hier vor wie der Esel vorm Berg halt. Ne? Deswegen ist das immer so eine Sache, dann zu sagen, na ja, das ist ja irgendwie nur eine Kleinigkeit. Oh, das war jetzt ja schnell gemacht. Ja, das war aus diesem Grund nur schnell gemacht, weil man halt die Erfahrung dafür hat und halt weiß, wo man hingreifen muss und weiß, wo man was man halt machen muss. Ne? Das ist auch immer geil, wenn man das irgendwie bei eBay Kleinanzeigen liest. Ja, das ist bestimmt keine große Sache. Ja, wenn es keine große Sache ist, dann mach's doch selbst. Also, wo ist das Problem jetzt, ne? Also ihr wisst auch, was ich hinaus will. Das ist einfach, das dauert ja auch teilweise Jahre, bis man auf diesem Wissensstand ist und tatsächlich genau weiß, wie hier was funktioniert und wo man halt hinschauen muss und wo man halt prüfen muss, um halt dann am Ende wirklich systematisch sich dem Problem zu nähern und das dann halt auch zu lösen. Ne? Naja, gut, genug gelabert. Ja. Gerät funktioniert wieder. Das ist die Hauptsache. Ich baue es jetzt wieder zusammen. Und ja, dann geht's weiter zum nächsten Video. Mal schauen, ob das auch wieder ein Acer Nitro 5 wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse, für die vielen Abos. Bis denn. Thank you.